Lena, halb eins in Tirol, unterhalb der Zugspitze, deine ersten Touristic Awards von Top of the Mountains gehen zu Ende. Wie hat es dir gefallen? Mir hat es sehr gut gefallen, das war mal absolut was anderes, habe ich so noch nie erlebt. Herzlich willkommen zurück im Live-Blog. Ich stehe gerade auf der Dachterrasse von meinem Hotel und mir zu Füßen liegt Kayseri. Man sieht hier außen rundum, es ist sehr, sehr groß. Natürlich kann ich mich noch daran erinnern. Also zum einen, wo wir uns das erste Mal getroffen haben und zum anderen, wann es wirklich richtig losging. Natürlich weiß ich das alles noch. Also tatsächlich habe ich lange gebraucht, du hattest mir damals eine Anfrage geschickt auf Modelkartei. Ich habe lange gebraucht, um darauf zu antworten. Nachdem wir uns getroffen haben, ging ja alles sehr, sehr schnell eigentlich. Das waren, glaube ich, 2 Tage oder so. Und nein, ich bereue es eigentlich nicht. Also ich habe sehr, sehr viel erlebt. Es war sehr abenteuerlich. Also klar, man überlegt sich immer wieder, was gut, was nicht gut. Aber natürlich, es hat einfach sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe so viel gesehen und von daher kann ich nicht wirklich sagen, dass ich es bereue, dass ich es gemacht habe, weil es einfach so viele Erlebnisse waren in dieser Zeit, die ich sonst wahrscheinlich niemals gehabt hätte. Aber die Frage gab es schon so oft und ich glaube, ich sage immer das Gleiche. klar, das erste war Ischgl und es war immer wieder schön. Jetzt lass mich mal kurz überlegen, was so das Prägendste war, wo wir bisher waren, was halt richtig, richtig schön war. Also ich meine, Türkei, vielleicht tatsächlich Erciyes in Kayseri, weil... Entschuldigung. Zum einen war es doch so, dass wir es war das längste Projekt, glaube ich auch, mitunter zumindest. Und wir haben uns nicht nur ein Skigebiet angeschaut, sondern auch in der Region einiges. Also wir haben viel so gesehen, viel Kultur gesehen, auch mal ganz was anderes. Ich war auch vorher in der Türkei noch nie. Und von daher fand ich das sehr, sehr schön, auch dieses Land einfach mal kennenzulernen. Und auch das Skigebiet, ich meine, es war absolut traumhaft und eben so anders von Alpenskigebieten, weil es eben keine Bäume gibt und offensichtlich Türken nicht viel Skifahren, weil die Pisten waren absolut leer und es war einfach wunderschön, dort Skifahren zu gehen. Ja, viel, glaube ich. Also zum einen, ich bin 3 Jahre älter und zum anderen natürlich, man kommt mehr rein in was man machen muss. Am Anfang war ja doch alles eher noch so ein bisschen unbeholfen und man überlegt noch, okay, was sagt man jetzt, wann und wie? Und inzwischen läuft eigentlich alles sehr, sehr flüssig, meistens zumindest. Manchmal brauche ich auch jetzt noch 20 Anläufe, bis ich ein Video hinkriege. Aber es ist eigentlich schon eingespielt, da möchte ich auch sagen, so zwischen uns. Man weiß, was man erwartet, was es sein soll, wie es werden soll. Und von daher ist man da schon ein bisschen drin. Klar, mein Schrank platzt inzwischen aus allen Nähten. Also ich habe inzwischen mein Bücherregal als Schuhschrank umgewandelt und habe trotzdem noch mehr Schuhe, als irgendwie in meinem Zimmer Platz haben könnten, zumindest sortiert. das ist definitiv was sich verändert hat. Ich habe einfach viel mehr gesehen und kann einfach in vielen Dingen viel mehr mitreden als am Anfang, weil ich halt einfach viel mehr kenne. Ja, ich denke, das sind so die großen Veränderungen, die es gab. Also prinzipiell bin ich mehr der Sommermensch, weil ich es einfach gerne warm mag. Aber ich glaube, ich kann das gar nicht so pauschalisieren, sondern es kommt wahrscheinlich tatsächlich eher darauf an, was wir machen und wo wir hinfahren. Weil Norderney war an sich ja ein Sommerprojekt, trotzdem war es kalt. Von daher ist es halt dann anders kalt. Es ist halt dann nicht minus 10 Grad kalt, sondern es ist 15 Grad mit Wind kalt. Ist in dem Moment wahrscheinlich sogar unangenehmer als Schnee. Von daher, wenn es ein schönes Skigebiet ist und auch die Region wunderschön verschneit ist, dann sind auch Winterprojekte können richtig, richtig schön sein. Von daher ist es sehr schwer zu pauschalisieren. Und wir haben, glaube ich, auch noch gar nicht so viele Sommerprojekte gemacht. Also so richtige Sommerprojekte. Wir hatten Norderney, wir hatten Bulgarien.
Habe ich irgendwas vergessen an großen Sommerprojekten? Klar, wir waren auch in. Im Bayerischen Wald. Ja, okay, wir waren im Bayerischen Wald, stimmt. Und wir waren mal im Tropical Islands, wobei das hätte ja zu jeder Jahreszeit sein können. Wo wir auch, genau, im Flaming Skate waren. Von daher überwiegen die Winterprojekte schon drastisch den Sommerprojekten. Ja, es macht beides Spaß und es kommt eher aufs Projekt, glaube ich, drauf an, als tatsächlich auf die Jahreszeit. Also klar, als die Corona-Pandemie anging, war alles erstmal total am Boden zerstört. Wir konnten es auch ein paar Monate lang gar nicht sehen, wir konnten eigentlich gar nichts machen und dann auch lange eigentlich gar keine Projekte machen. Ich glaube, das erste Mal, wo wir wieder weg konnten, war dann der Bayerische Wald, wo wir zumindest dann so ein bisschen was drehen konnten, aber auch da war das sehr, sehr chaotisch. Es hatten keine Restaurants offen und es ist einfach extrem schwierig gewesen. Und wir waren dann auch noch zweimal beim Skifahren, das ist inzwischen dreimal, zweimal am Gletscher, einmal in Willingen und in Winterberg. Und man merkt einfach, dass auch die Leute, die im Tourismus tätig sind, immer mit einem mulmigen Gefühl arbeiten und sich über jede Lockerung, die da ist, freuen, weil die Leute wollen reisen, sie wollen kommen und sie wollen auch den Tourismus unterstützen, weil es hängen einfach so, so viele Leute dran, das vergisst man immer, die ihre Arbeitsplätze im Tourismus haben und die wirklich hoffen, dass es endlich wieder aufwärts geht und gleichzeitig so viel Angst haben, dass mit jeder Lockerung auch eigentlich gleich eine Woche später schon wieder heißt, ja, nee, doch nicht. Es ist leider immer so unsicher und sehr, sehr schwierig im Moment noch. Und man kann einfach nur hoffen, dass es langsam besser wird und hoffentlich auch stabil besser wird mit ein bisschen mehr Planungssicherheit. Weil wir können auch nicht das machen, was wir machen konnten, können euch nicht zeigen, wie die Orte sind, wie sie eigentlich sind oder vor Corona waren. Und es ist einfach für jeden im Moment sehr, sehr schwierig zu reisen und so ein bisschen mit angezogener Handbremse muss man sehr, sehr viel aufpassen, was braucht man jetzt, was sind die Auflagen. Es ist einfach sehr, sehr viel komplizierter und schwieriger geworden und man kann nur hoffen, dass es doch endlich nach 1,5 Jahren wieder mal besser wird. Langsam geht's aufwärts, aber man hat doch immer ein bisschen Angst, dass es wieder bergab geht. Ja, also ich habe gerade schon festgestellt, offensichtlich vergisst man's. Also ich glaube, in dem Zeitpunkt war mir das schon bewusst, also gerade in Willingen, wo wir übernachten durften, wo sonst keiner bleiben durfte, was ja gerade für die Leute, die im Süden wohnen, und es war das einzige Skigebiet, das in Deutschland geöffnet hatte, oder die beiden dann, dass wir dort Skifahren gehen konnten. Das, man kann ja da nicht für eine Nacht mal, oder für einen Tag, Nacht durfte man ja nicht, da mal schnell hinfahren. Natürlich war das in dem Fall, dass es eine berufliche Betätigung ist, super, dass das geklappt hat. Und auch so Sachen, dass man auf eine Brücke hoch darf und mit dem Kapitän von dem Schiff sprechen kann, sind definitiv Erinnerungen, glaube ich, die einem bleiben, weil die wenn man die sonst wahrscheinlich niemals gehabt hätte. Trotzdem vergisst man das, glaube ich, manchmal tatsächlich, dass wir da so ein bisschen mehr in Bereiche eindringen können, wo man als normaler Mensch eben nicht hin kann. Ja, also es ein Prozent anzugeben wird jetzt ein bisschen schwierig, aber es ist eigentlich, als Urlaub würde ich es nicht bezeichnen. Also wenn ich Urlaub mache, dann liege ich entweder irgendwo entspannt am Strand oder mache das, worauf ich Lust habe und genieße die Zeit. Und das mache ich hier zwar auch, die Zeit genießen, aber es ist auch wirklich anstrengend. Es ist eigentlich, wenn man im Skiurlaub ist, dann würde man vermutlich um 10 auf der Piste stehen und wenn der letzte Lift zumacht, die Piste verlassen würde ich. Andere würden beim ersten Lift dastehen und dann fahren, bis der Schnee schlecht wird oder keine Ahnung. Und bei uns ist es doch eigentlich eher so, dass man schaut, wann haben wir denn so ein Zeitfenster, wo wir Skifahren gehen können. In der Zeit kann man auch nicht durchfahren, man muss immer wieder stehen bleiben, um Schnitte zu machen, auf die Kamera zu fahren. Es ist schön, aber es ist auch sehr viel Arbeit und vor allem, was halt dazu kommt, dass wir nach dem Skifahren auch noch stundenlang damit beschäftigt sind, meistens bis spät in die Nacht hinein, Zimmerführungen, Live-Blogs, alles Mögliche zu drehen, um eben auch dem Zuschauer möglichst viel aus dem Ort und aus dem Hotel und aus dem Skigebiet zu zeigen, weil das ist ja der Hauptgrund, dass wir da sind, dass wir auch präsentieren können, was denn da alles zu erleben gibt. Und das müssen wir halt in möglichst kurzer Zeit meistens machen, weil
ich nicht so viel Zeit habe und du nicht so viel Zeit hast. Und von daher ist es mit sehr, sehr viel Arbeit verbunden, die zwar meistens sehr viel Spaß macht, aber wirklich als Urlaub es zu bezeichnen, kann man nicht. Aber man sieht natürlich Orte, wo ich persönlich vielleicht sonst auch nicht in den Urlaub hingefahren wäre und ich kann extrem viel mitnehmen davon. Ich glaube, das Anstrengendste wird zumindest ab einer bestimmten Zeit das Sprechen, weil es doch immer mit den Videos sehr, sehr viel einzusprechen sind. Ich muss unglaublich viele Zahlen auswendig lernen, gerade wenn es um Höhenmeter geht. Das fällt mir teilweise ein bisschen schwer, mir das alles zu merken und nicht zum 30. Mal dasselbe im Live-Blog zu erzählen und mich nicht irgendwie zu verhaspeln. Also am anstrengendsten wird irgendwann tatsächlich das Erzählen und okay, und jetzt nochmal drehen und hier und dort und Fotos und nichts vergessen. Das Umziehen und das Herrichten selber, das macht mir eigentlich jetzt gar nicht so viel aus, aber einfach, dass man den ganzen Tag auch auf Zack ist und eben nicht mal sich einfach mal entspannen kann. Es geht vielleicht mal eine Stunde oder zwei im Wellnessbereich, wenn wir mal wirklich Zeit haben. Aber im wirklichen Urlaub würde ich das auch nicht nur eine Stunde oder zwei machen, sondern vielleicht den ganzen Nachmittag. Und von daher ist es irgendwie das, dass man doch im Kopf irgendwie arbeitet und eben nicht Urlaub macht, was auf Dauer einfach anstrengend ist. Ja, es wird leichter. Ich erzähle zwar manchmal immer noch einen ziemlichen Schmarrn und habe auch dann teilweise so kleine Versprecher drin, dass ich einfach eine komplette Grammatik falsch mache. Und wenn man denkt, wie mir das danach anhört, was hast du da gesagt? Das merkt man oft gar nicht, wenn man so im Redefluss ist, weil man sich so konzentriert darauf, okay, was muss ich als nächstes noch sagen? Und diese ganzen Stichpunkte, die ja irgendwo abgehakt werden müssen, gerade wenn man dann irgendwie mal 15 Minuten durchspricht, da merkt man dann auf einmal gar nicht mehr, dass man, ich glaube, vorher war irgendwie der Stadt der höchste Berg Tirols, der höchste Berg Tirol sagt. Und du denkst so, im Nachhinein beim Anhören, irgendwie war das grammatikalisch gerade nicht korrekt. Hoffentlich merkt es keiner. Aber wegen so einem kleinen, ja, oft ist es ja nur ein Buchstabe, alles nochmal zu machen, lässt man dann manchmal auch sein in der Hoffnung, dass es keiner merkt oder einem zumindest niemand übel nimmt. Weil man vergisst es einfach. Nee, es ist definitiv einfacher geworden und ich finde auch, wenn man sich die älteren Videos anschaut, dass es professioneller aussieht. Das war auch mal was mir persönlich sehr wichtig war, dass es zumindest so ein gewisses Niveau kriegt, dass es oder auch beibehält und wir quasi gute Videos produzieren. Ich glaube, es fing relativ früh an, dass wir bessere Musik hatten am Anfang. Es war immer so, wenn man so ein Video angeklickt hat, war fast immer die gleiche Musik und inzwischen ist es sehr, sehr unterschiedliche, sehr, sehr schöne Musik. Und die Belichtung ist besser, also hinter mir, ihr seht es nicht, stehen gerade zwei riesige Scheinwerfer, die mich ausleuchten. Dann jetzt ganz neu natürlich der Greenscreen, mit dem man noch viel mehr machen kann. Dann haben wir vor einiger Zeit neue Mikrofone gekriegt. Dieses Kabelmikrofon hat andauernd irgendwelche Störungen verursacht. Man hat bis ans Kabel rangekommen, es hat geraschelt, manchmal hat es gar nicht funktioniert. Auch diese Ansteckmikrofone, die per Funk funktionieren, sind einfach so viel praktischer, als wenn jemand mit dem Kabel hinterherlaufen muss. Also es macht das Leben viel, viel leichter und ich glaube auch, dass man das an der Videoqualität am Ende auch sehen kann, dass es einfach besser wird. Bessere Kameras, bessere Mikrofone und auch so technische Sachen, mit denen man spielen kann, wie eben diesen Greenscreen. Das hat schon viel verbessert, glaube ich. Und auch die GoPros beim Skifahren. Es ist einfach alles viel, viel ruhiger und nicht so unstabilisiert. Und ja, nee, glaube ich gar nicht, weil ich bin auch ein absoluter Social-Media-Muffel. Ich finde es furchtbar anstrengend, andauernd alles Mögliche posten zu müssen. Ich muss mich dann immer so ein bisschen dazu zwingen, auch die Sachen einmal am Tag zu posten, auch ab und zu eine Story zu machen, weil es doch mehr Arbeit mitbringt, als man meint. Wenn irgendwer sagt, ich bin Influencer, dann denkst du immer so, ja, wow, man macht ja nichts. Aber ich glaube, da steht richtig viel Arbeit dahinter. Ich würde mich persönlich jetzt nicht als Influencer bezeichnen, aber für die, die das gerade im großen Maßstab machen, und da steckt so viel Arbeit dahinter. Ja, und ich glaube, dass ich persönlich so viel damit gemacht hätte, hätte ich auch nicht gedacht, dass es doch so viel ist. Und ich stelle auch immer wieder fest, es gibt so viele neue Kanäle, von denen ich keine Ahnung habe. Ich bin auch absolut Twitter-unfähig. Ich habe bei Instagram auch auf Twitter teilen und das geht von allein, weil
diesen Kanal werde ich nie verstehen, glaube ich. Das ist für mich zu kompliziert. Instagram komme ich inzwischen ganz gut zurecht, aber da kann auch, manche Leute können da so schöne Stories basteln und ach, ich bin da irgendwie, da glaube ich, brauche ich meinen Crashkurs oder Kurs oder sowas. Ja, irgendwie bin ich da, ich glaube, in meiner Generation etwas zurückgeblieben, was Social Media betrifft. Aber inzwischen sind es doch einige Follower geworden, also vielleicht ist es ja doch gar nicht so schlecht, was ich mache. Also ich bin wirklich überrascht, dass es ja doch so, so viel Social Media geworden ist und auch auf YouTube einfach extrem viel. Genau. Was ich mir wünsche, ja, ich denke mir immer, ich muss mir mehr Zeit nehmen, um mehr zu machen. Und es ist immer wieder schwierig, die Zeit zu finden. Klar wäre es cool, wenn wir die Projekte endlich mal machen könnten, die wir seit Jahren versuchen zu planen und seit Jahren machen möchten. Aber ob das funktioniert, hängt wieder von so vielen Faktoren ab, dass ich kann es mir ja wünschen, aber ob es was wird, wird sich rausstellen. So Sachen wie Libanon, der inzwischen schon zweimal geplant war und beide Male ins Wasser gefallen sind, wären sicher cool. Und ansonsten, ich glaube einfach nur, dass es so wie es ist, weiterläuft, wir vielleicht noch ein bisschen mehr Reichweite erzielen können. Gerade in der Skirichtung oder Reiserichtung hauptsächlich. Genau, und was mir auch immer sehr, sehr wichtig ist, dass wir nicht in eine Schublade gesteckt werden, sondern einfach als Reiseportal anerkannt werden und einfach Reisen zeigen dürfen und den Leuten Freude bereiten, ihnen verschiedene Orte und Ziele zu zeigen, wo sie dann am Ende vielleicht auch selber mal hinfahren möchten, weil es einfach schön ist, was es so alles zu sehen gibt. Oh, da überforderst du mich. Ich glaube, Libanon wäre tatsächlich ein Sommer- und Winterziel. Was mir immer noch so im Hinterkopf ist, was wir ganz am Anfang mal machen wollten, wäre tatsächlich Kirgisistan gewesen, aber es ist auch so verdammt weit weg. Aber vielleicht wird es hier irgendwann mal was. Danke. Dankeschön für wundervolle 3 Jahre.